Hallo und schön, dass ihr euch auch das Q&A zu meinem Film Wie Gefangene für ihre Gesundheit kämpfen anschaut. Es gab 278 Kommentare am 11. Juni, 601 Likes und 85 Dislikes und ich lese euch jetzt ein paar Kommentare vor und gehe darauf ein. Xeno321 schreibt, Akupunktur ist Wellness und nicht evidenzbasierte Medizin. Akupunktur wird heutzutage für verschiedene Beschwerdebereiche eingesetzt. Zum Beispiel zahlt die Krankenkasse für Menschen in Freiheit die Behandlung, also die Akupunkturbehandlung von Kniegelenksarthrose oder von chronischen Rückenschmerzen. Auf Antrag zahlen Krankenkassen auch Akupunkturbehandlung anderer Beschwerden. Warum soll es das also nicht auch im Knast geben? Michael Knie 9202 schreibt, Strafvollzug heißt Einschränkung der Grundrechte. Pech gehabt, schließlich haben die ja unsere Gesellschaftsgesetze nicht anerkannt. Deshalb sitzt er ja auch, sollen ja keine Ferien sein, also wirklich. Einschränkung der Grundrechte heißt ja nicht Einschränkung der Zugang zu adäquater medizinischer Versorgung. Die Würde des Menschen muss in Haft auch vom Staat geschützt werden. Und das bedeutet eben auch, dass er einen ordentlichen Zugang zu medizinischer Versorgung bieten muss. Unabhängig davon, in welcher Lebenssituation man sich befindet, ist es einfach ein Gebot der Humanität. Sprachlos schreibt, irgendwie hält sich mein Mitgefühl doch sehr in Grenzen. Keiner von denen sitzt da im Verzug, weil er bei Rot über die Straße gelaufen ist. Die haben der Gesellschaft massiv geschadet und jeder Tag verursacht neue Kosten. Dass man die Gefangenen einfach abkratzen lässt, ist ein übler Scherz. Viele Gefangene sitzen wegen Missbrauch und denen waren die Opfer scheißegal. Kümmert euch lieber um Obdachlose und verarmte Rentner. Tatsächlich sitzen sehr viele Menschen in Deutschland wegen kleineren Delikten im Knast. Ich habe mal gegoogelt und Fakt ist, 50.000 Menschen kommen jedes Jahr nur deshalb in den Knast, weil sie eine Geldstrafe nicht zahlen können. Zum Beispiel Busticket nicht gelöst oder was auch immer. Also irgendeine Geldstrafe können sie nicht zahlen. Das nennt man dann Ersatzfreiheitsstrafe. Und die Gründe dafür sind meistens Armut, Obdachlosigkeit oder Krankheit. 2022 saß jeder sechste Gefangene in der JVA oder in den JVAs Brandenburgs wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe. Nur mal das so zur Einordnung, dass alle Gefangenen der Gesellschaft massiv geschadet haben. Außerdem ist es ja auch so, wer im Knast sitzt, der hat ja seine Strafe schon bekommen. Der Knast ist quasi die Strafe für die Straftat vom Gericht entschieden. Die jetzt doppelt zu strafen, weil man sie medizinisch nicht vernünftig versorgt, wäre ja richtig oll. Und Tobi XS5ZY schreibt, also als ob es draußen besser aussehen würde. Naja, also draußen kann man sich selbst einen Arzt suchen, man kann selbst entscheiden, wie häufig man da hingeht, man kann sich eine Zweitmeinung aussuchen oder dazuziehen, man kann sich einen Termin beim Facharzt organisieren. Wenn man Glück hat, kann man sich den auch aussuchen. Ist klar, ne? Auch draußen wartet man ewig auf Termine oder da gibt es einfach andere Probleme. Aber in Freiheit kann man in die Apotheke gehen, kann sich quasi sein Medikament selbst kaufen und man muss sich eine Versorgung nicht gerichtlich einklagen. Das heißt, der Vergleich, der hinkt jetzt für mich so ein bisschen, auch wenn ich natürlich verstehe den Einwand, ne, dass in Freiheit das Gesundheitssystem auch nicht so ganz rosig aussieht. So, am Ende noch, danke fürs Zuschauen und falls ihr die Reportage noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr sie jetzt in der ARD-Mediathek anschauen. Hier ist der Link dazu.